Hallo. Wonach sieht's aus? Genau, eine Skitour. Alleine aus Gerlehorn dort. Ja, ich bin jetzt von Engiloch gestartet. Das ist die Straße am Simplonpass. Und die ersten paar Meter habe ich die Ski runtergetragen. Da war kein Schnee mehr. Dann habe ich angefällt und jetzt bin ich seit ein paar Metern unterwegs. Angekommen. Da kommt vielleicht bald die Sonne, aber hier ziehen irgendwie Wolken rüber. Ich hoffe, die ziehen nur da lang und nicht bei mir. So, und da wird der erste Gipfel schon angestrahlt. Und jetzt geht es links von dem Wasserfall, von den Felsen, geht es da hoch. Und eventuell brauche ich dann mal Haarschweiß. Jetzt ging es zwar noch gut so, also es kannst du immer ein bisschen, und auf das steile Stück würde ich dann schon nehmen. So, dort der Wasserfall, bestimmt im Winter ein schöner Eisfall zum Klettern. Gerade habe ich 400 Höhenmeter erreicht und ich bin auf einer Höhe von 2222. Hier geht es jetzt hier hinter hoch, also bisher ist der Schnee echt noch gut griffig. Das könnte vielleicht auch doch ohne Haarschweiß gehen. Oh, da hinten die Wolken, das sieht nicht so schön aus, aber hier ist alles perfekt. Ja, heute Dienstag, 14. April 2020. Ja, schon Frühling. Aber so früh am Morgen, doch noch ein bisschen frisch in den Bergen. So. Ihr hört, ihr seht. Haarschweiß ist schon länger drauf. Es war auch ganz gut, ich bin steif von dem Wasser. Und da gibt auch viele hoch. Ich glaube, da kann man aus Böshorn oder aus Gerlehorn. Und ich gehe aber hier den leichten Weg, die leichte Tour. Versteht man mich wieder kaum und der Wind ist wieder laut. Aber schön, ne? Das Wanderwegschild. Ja, da bin ich hochgekommen. So, die Sonne ist rausgekommen. Und hier bin ich gerade am Silvoltesee vorbeigegangen. Ja, oberhalb. Und schön. Wer ist da denn runtergefahren? Das war meine Güte. Na gut. So, dort hinten ist der Sevolte-Sattel. Hier
hier, sind wir hier runtergefahren, wahrscheinlich gestern oder am Wochenende. Da oben ist es Wolterhorn und da war ich schon mal mit Schneeschuhen. Da hinten ist das Böse. Da bin ich immer noch drauf, aber es hat nie geklappt. Ja, und genau, die Sonne scheint schon schön und es wird warm. Aussicht ist wieder traumhaft. Richtig schön. Ja. Da sieht man das Böshorn, das Hübschhorn, wo rechts dann die Wolke herkommt und links könnte Richtung Monte Leone sein. Oder das Breithorn. Ja. So, jetzt geht's hier weiter. Lang. Jetzt bin ich gerade dort über den Sevolte-Sattel gekommen, da wo das Schild ist und der Steinmann. Ja, wenig Schnee hier, aber dieses Jahr ja normal. Es wird aber noch gehen, denke ich. Ja, es ist sehr windig, das ist auch ein bisschen blöd. Zumal ich nur am Anfang und am Ende von gar nicht oft genug sagen. Da hinten der Mond, abnehmender Mond, total schön. Traum. Hier muss ich ein bisschen über Gras drüber, aber jetzt ist es gut aus. So. Und wie schwer es ist, die Kamera gerade zu halten, das gibt's nicht. Ja, auf jeden Fall ist es nicht mehr weit, nur noch knapp 100 Höhenmeter. So, Skidepo. Geht super. Ja, jetzt war noch ein bisschen haschig, aber auf jeden Fall macht es Spaß in dieser traumhaften Landschaft. Super.
so Spaß, hier runter zu fahren. Ja, ich fahre natürlich den gleichen Weg wie Aufstieg. Das ist dann, weiß ich, wo es nicht gefährlich ist. So, da sind eben noch zwei aufgestiegen. Die wollen auf Schildhorn. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo das ist. Muss ich mir mal angucken auf der Karte. Und die meinten, ich wäre ein bisschen zu früh. Ja, jetzt kommt leider schon das letzte Stück der Abfahrt. Steigt dann noch über.